Bürgermeister Georg Kragl. Wir befinden uns heute am Schlossberg in Abing im Wehrturm der Kirche und haben gerade einen speziellen Aufstieg hinter uns. Ja, das ist wirklich ein ganz spezieller Aufstieg. Also mal danke bei der Pfarre, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, da heraufzukommen. Und wenn man so heraufgeht, dann schaut die Stufen, wenn man die Stufen besichtigt, dann schaut es wirklich so aus, wie wenn man sich noch im 14. Jahr, 15. Jahrhundert befinden würde. Sehr ausgetretene Stufen, ein richtig massives Bauwerk. Man fühlt sich wie vor einigen hundert Jahren. Am Fuße der Burg entstand dann der Ort Abing und die erste urkundliche Erwähnung ist aus dem Jahre 1137, also vor 875 Jahren. Ja, die Urkunden sagen, dass das 1137 der Ort Abing, Arebo, erwähnt worden ist und die Dörfer rund um Abing sind noch früher entstanden, so wie Grössing, was früher Krebsingen, die sind 1112, ist der Name urkundlich erwähnt, oder Frühsdorf. Frühsdorfern ist auch früher erwähnt, alles nachzulesen in der Chronik vom Kloster im Baumgartenberg. Aber auch Grössing hat sehr nahe Beziehungen zu Schlossauf und zu Nahen, auch dort urkundlich erwähnt. Einer alten Sage zufolge ist der Turm ohne Spitze eine Erinnerung an den Pfarrpatron Johannes den Täufer und seine Enthauptung. Der Johannes der Täufer ist der Schutzpatron der Abing und ist auch dem Johannes den Täufer geweiht, die Pfarrkirche. Und wie man weiß, ist der Johannes der Täufer enthauptet worden. Die Sage sagt, man hat schon öfter versucht, ein Dach auf dem Kirchturm zu errichten. Ist nicht möglich, er hält nicht, weil Johannes der Täufer ist enthauptet worden und deshalb ist der Grund, dass kein Dach hält auf diesem Turm. Dieser Wehrturm ist ja sozusagen das Wahrzeichen von Abing und es gibt ja nicht allzu viele Kirchen in Österreich oder in Europa, die so aussehen. Ja, die einzige Kirche, was mir noch bekannt ist und ist keine richtige Kirche, die ist die nächste in St. Michael in der Wachau, die so ähnlich ausschaut wie die unsere und auch einen Wehrturm hat. Neben der Kirche befindet sich das Schloss Abing, das ja bis ins Jahr 1906 im Besitz vom Grafen Glamm-Martinic war. 1906 hat der Herr Schweiger, damals Gastwirt, das damalige Schloss gekauft vom Grafen Martinitz und jetzt bekannt als hervorragende Gastwirtschaft. Auf diesem Standort war ja im Mittelalter eine Burg. Ja, die Burg dürfte hier entstanden sein, weil rund um das Wasser gewesen ist und die Donau ist ja bis am Fuße des Schlossberges gegangen. Und es gibt noch Überlieferungen, wo gesagt wird, das sind noch richtige Hacken und Rungen dort, wo die Schiffsanlegestellen gewesen sind. Und so dürfte hier die Burg errichtet worden sein als Wächter über das Machland.